geht's. So. Schnorchelabenteuer. Wir kommen. Papa! Die Hummel ist auch dabei. Statt wie in Deutschland mit dem Auto, fahre ich hier in der Karibik mit dem Dinghy einkaufen. Direkt hinter dem kleinen Motorboothafen gibt es drei große Supermärkte. Wir wollen den Zoo von Guadeloupe besuchen und warten vergeblich auf einen Bus. Und da gibt es ganz viele tolle Tiere. Die Lösung? Ein privates Taxi. Der Fahrstil des Fahrers und der Zustand des Autos lehren uns das Fürchten. Was sagst du, Malte? Ich finde unser Auto viel besser. Ich auch. So, das Auto kommt nicht den Berg hoch. Wollen wir Abenteuer, Kinder? Ja, wir wollen ein Abenteuer. Guck mal. Der hat ja meine linke Hand die ganze Zeit gezuckt, muss ich sagen, um nicht ins Lenkrad zu greifen. So, oben am Berg nimmt uns wieder auf. Ey, weil der Abenteuer macht, das ist mir zu viel. Geschafft. Dann stand er halt auf dem Berg und hat versucht, mit der Handbremse in den dritten Gang loszufahren. Und es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Dann hat er immer so gemacht. Ich glaube ehrlich gesagt, der hat Zuckung. Auch nur also, kann hoch. Also bei uns kam der dann den Berg nicht mehr hoch. Wir mussten aussteigen irgendwie. Der hat zwischendurch. Und das vor der scharfen Kurve. Und der rollte immer zurück, weil die Handbremse eben auch nicht mehr anzog. Wenn wir jetzt hier gleich diesen Berg runterschießen, ich habe mich schon mit den Zwillingen da mit der Flugrolle raus. Wie Malte noch. Können wir so einen mitnehmen? Mama, siehst du? Mami. Wo? Da. Ah, wow. Eine Schlange. Aber der Zoo ist wirklich schön und definitiv einen Besuch wert. Der Iguana auf den Atillen, der ist, wenn er geboren wird, so apfelgrün. Und das war der, den wir gesehen haben. Ja, und dann, und das hier sind Mama und Papa von diesem Apfelgrünen. Und wenn die Eltern. Genau das Richtige für mich, für alten Höhenschisser. Mitbringen und mich auch im Kind auf den Arm und dann alle auf den Schildern. Guck, hier steht es auch. Guck, kein Kind auf den Arm. Ja. Stefan. Ja, die fällt keiner unter. Guck mal, da ist ein Lenny. Wo? Da drüben. Hallo, Lennis!
sehen. Stell ich mal daneben. Vielleicht bist du auch so faltig. Ja, wenn ich 150 bin. Ich glaube, die tarnen sich damit, wenn Angreifer kommen. Die beobachten. Hey, ja, du kannst dich strecken. Wow, das sind die Hanilshorns. Ja. Guck mal, wie die gut springen können. Immer geradeaus weiterlaufen, wo der Weg lang. Warte mal. Nichts, was uns strecken könnte. Auch die Rückfahrt ist abenteuerlich, aber wir fühlen uns alle viel sicherer. Achtung, Trotzattacke. Was hat sie denn? Bunte Augen schon, wir sind alle mit dabei. Was hat sie denn nur? Man weiß es nicht. So, das ist jetzt unsere Vulkanexkursion. Und wir fahren jetzt gerade nach Basseterre. Es ist super viel Wind. Aber wir hoffen, dass da halt gutes Wetter ist und weniger Wind. Bin mal gespannt. 6.20 Uhr ist es gerade. Aber ich freue mich riesig. Mein zweiter Vulkan. Und deiner? Erster Vulkan. Das sieht ja fein aus. Ja, so schnell kann sich das ändern in der Karibik. Vulkan gekommen. Machen wir erstmal durch den Urwald hier. Was sagst du? Wie ist die Lage? Regen und nass ist die Lage. Klitschenass. Und tolle Sicht. Guck mal, wie wir sehen. Hey, das sind wir aber sehen nur nicht die Ölstern. Nichts. Da musst du hoch. Hey, der Mann ist doch viel lang. Kein der, da gibt es nichts woanders. Wohin denn? Da, nach Matuba. Wir müssen da hochkraxeln. Geschafft. So, Lenny, bereit? Ja. Gehen wir dann noch mal kurz hoch gucken, wo es da noch hingeht. Ich gehe mal kurz. Nein. Rückweg. Da sind irgendwelche Figuren drin, Jesusfiguren. Ah. Da ist doch auch ein Kreuz drauf. Siehst du? So, da sind wir wieder im Auto. Wie fandest du es? Ich fahre das erste Mal alleine mit den Twinnies und Malte im Dinghy. Super. Man wächst mit den Aufgaben. Ja, so sieht's aus. Das ging gut. Vielleicht besuchen wir die, wenn wir jetzt noch. Ja, schönen Gruß vom Betriebe. Der Wagen ist im Arsch. Dazu muss man sagen, dass das ein Mietwagen ist. Von einem Bekannten. Nicht so ganz offiziell gemietet. Fährt nicht mehr. Gott sei Dank stehen wir hier an der vielbefahrenen Straße und wollten eigentlich gerade in den Norden zu einem schönen Strand. Stevie, was sagst du? Hi.
Satz mit X. War wohl nix. Doch wie so oft haben wir Riesenglück. Miguel hält an, hilft uns, den Wagen beiseite zu schieben und fährt uns sogar noch zurück zum Boot. Selbst die Twinnies kennen mittlerweile den karibischen Gruß. So. Das ist es jetzt. Adios, Guadeloupe. No. Vielleicht noch nicht. Au revoir, Guadeloupe.